Okay, das ist unsere Chance, uns einen Namen zu machen. Wenn du den Leuten ein gutes Spektakel zeigst, wird sich das sicher auszahlen. Du bist der beste Fahrer im Feld. Jetzt beweis es auch. Du hast ihn fast. Los, übernimm seine Position. Das Publikum hinter dir. Weiter so. Sensationell! Die Begeisterung ist unglaublich. Du ahnst gar nicht, wie viele Kameras und Mikrofone auf dich gerichtet waren. Du hast heute wirklich ein Zeichen gesetzt. Du... Ich bin Patrick Callahan. Anscheinend haben deine Videos in der Renn-Community ziemlich eingeschlagen. Und du hast schon viele Fans. Ich bin auf der Suche nach einem aufstrebenden Fahrer, mit dem ich einen meiner Pläne in die Tat umsetzen kann. Falls du Interesse hast, biete ich dir die Möglichkeit, mir beim Aufbau der größten Rennserie der Welt zu helfen. Du musst dich nicht sofort entscheiden. Ich habe für dich einen Testtag auf dem Indianapolis Speedway organisiert. Genieße ihn. Trainiere und denk über mein Angebot nach. Ich melde mich in ein paar Tagen wieder. Ich hab dir ja gesagt, dass das letzte Rennen Interesse wecken würde. Hast du schon von Patrick Callahan gehört? Er ist der Grund, warum wir heute hier sind. Er hat so eine Idee von einer World Racing Series, die die Welt im Sturm erobern wird, wie er sagt. Das ist heute eine Art Testlauf. Also zeig ihm, was du kannst. Okay, nach diesem weiten Bogen kommt eine echt giftige Linkskurve. Halt dich rechts und orientiere dich an den Schildern, um deinen Bremspunkt richtig zu erwischen. Bau etwas Tempo ab und achte auf die Markierung, sonst schießt du über die Kurve hinaus. Gut gemacht. Du hast den Bremspunkt sauber getroffen. Okay, jetzt geht's ans Driften. Bau Tempo auf, tipp auf die Bremse und lenk hart in die nächste Kurve ein. Halt das Lenkrad eingeschlagen, bis das Heck ausbricht. Dann gehst du aufs Gas, um im Drift zu bleiben. Mach dich bereit. In der nächsten Kurve will ich einen Drift sehen. Drifts werden nach Tempo, Winkel und Distanz bewertet. Geh heute voll an dein Limit. Die nächsten Kurven nach der Brücke sind etwas enger. Scheu dich nicht, kurz das Gaspedal zu lupfen, wenn es nötig ist. Gut gehalten und gutes Tempo. Das sieht schon wie bei einem Profi aus. Okay, jetzt mit Vollgas auf die Zielgerade.
Das war wirklich beeindruckend. Du wirst garantiert von Patrick hören. Wenn du zurück in die Garage willst, nur zu. Du kannst aber auch noch etwas draußen bleiben und trainieren. Komm einfach rein, wenn du soweit bist. Die Rennszene seit einiger Zeit. Und mit deiner Leistung in Chicago hast du dir die Testfahrten auf dem Indianapolis Speedway verdient. Mein Plan sieht wie folgt aus. Ich möchte eine weltweite Rennserie ins Leben rufen. Die High-Speed-Racer aus den USA sollen in einem Wettbewerb gegen die Technikspezialisten aus Europa und die Driftkönige aus Asien antreten und so den besten Fahrer der Welt ermitteln. Aber zuerst einmal müssen wir Interesse wecken. Und hier kommst du ins Spiel. Ich habe den Kontakt zu einigen der bekanntesten Racing-Clubs in den USA hergestellt. Wenn wir es schaffen, diese Clubs ins Boot zu holen, ihre Fahrer unter Vertrag zu nehmen und das Interesse ihrer Fans zu gewinnen, dann können wir eigene Events veranstalten. Ich brauche nur ein paar Informationen, damit meine Leute die Verträge aufsetzen können. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Lass es uns angehen. Als erstes wurdest du vom New Union Race Club eingeladen. Bei Rennevents musst du versuchen, vor deinen Konkurrenten ins Ziel zu kommen. Du musst dein ganzes fahrerisches Können einsetzen, um dich durch das Feld zu arbeiten und den Sieg zu holen. Felswände, Grasböschung und Gräben am Streckenrand, sonst riskierst du einen Überschlag. Carter hat heute viele Anhänger im Publikum. Sieh zu, dass du seine Fans für dich gewinnen kannst. New Union ist einer der bekanntesten Racing-Clubs in den USA. Fahr in die Top 3, um auf dich aufmerksam zu machen. In den Top 3. Kämpf um den Sieg. Du bist an Platz 3 dran. Okay, du bist in den Top 3. Fahr jetzt voll auf Sieg. Gemacht. Wir sollten bald wieder eine Einladung von New Union kriegen. New Union ist einer der bekanntesten Racing-Clubs in den USA. Fahr in die Top 3, um auf dich aufmerksam zu machen.
nichts. Am Renntag kann immer mal was schiefgehen. Schauen wir mal, wie es hätte laufen können. Such dir in der Wiederholung den perfekten Zeitpunkt aus, ab dem du weiterfahren möchtest, und wähl die Rückblende. Sebastian, das ist die Führung. Jetzt verteidige sie. Erstes Rennen, erster Sieg. Patrick wird beeindruckt sein. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Mit deiner Leistung hast du einen weiteren Club auf dich aufmerksam gemacht. Die Transamerica Pacers. Du brauchst einen japanischen Wagen, um gegen sie anzutreten. Wähl einen von diesen beiden. Gute Wahl. Du kannst jedes deiner Autos für eine Testfahrt auswählen. Auf diese Weise kannst du vor dem Wettbewerb die Limits des Autos austesten. Sponsoren bieten ebenfalls eine großartige Möglichkeit, deinen Namen bekannt zu machen. Jedes Mal, wenn du auf deinem Auto für einen Sponsor wirbst, gibt er dir ein Ziel vor. Erfülle. Sind wir bereit? Sieh in deinen Rennkalender und versuch, einen Sieg zu holen. Du hast jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder fährst du weiterhin gegen New Union, oder du nimmst die Einladung von den Transamerica Pacers an. Oder, wenn du ein wenig üben möchtest, kannst du jederzeit eine Testfahrt in Indianapolis absolvieren. Zwei Scheitelpunkten sind in Chicago an der Tagesordnung. Wenn du die gut erwischst, ist das die halbe Miete. Harrison Carter ist der Star hier. Zeig ihm, dass du der Herausforderung gewachsen bist. Jetzt kannst du New Union zeigen, dass das beste Fahrerfeld der Welt in der WSR fährt. Deine Zielvorgabe erfüllt. Verbleiben.
noch 2 Runden. Gut, du bist jetzt Dritter. Damit hast du ein Ziel erfüllt. Zwei Runden zu fahren. Das ist Platz 2. Sehr gut. Das war die schnellste Rennrunde.
musst deinen 5-Sekunden-Vorsprung weiter ausbauen. Der Drittplatzierte kann dir noch gefährlich werden. Okay, gute Platzierung und ein Ziel erfüllt. Gutes Rennen. Versuchen, zusätzliche Fans zu gewinnen. Behalt also deine Sponsorenziele im Auge. Du hast mit deinen Leistungen einen Hersteller. Bei Fahrzeug-Challenges kannst du zusätzliche Autos für deine Garage gewinnen, die du dann bei anderen Events nutzen kannst. Du musst nur die vorgegebene Zeit unterbieten. Dann gehört das Auto dir. Die Straßen von Miami sind unregelmäßig gewölbt. Lass dir das Auto nicht aus der Balance bringen. Es liegt jetzt an dir, ob du das Auto behalten darfst. Sehr gut. Ich kann's kaum erwarten, einen Blick. Alles gibt. Du hast jetzt ein neues Auto zur Verfügung. Du bist wieder nur zu einem Event der Transamerica Pacers eingeladen worden. Wenn du ihnen beweisen kannst, dass du mit ihnen mithalten kannst, laden sie dich sicher erneut ein. Miami ist eine schwierige Strecke. Der Wechsel zwischen Highspeed-Geraden und anspruchsvollen Kurven ist tückisch. Sei vorsichtig. Das ist Harrison Carter. Der Typ fährt sehr aggressiv. Achte auf ihn.
Starkes Manöver. Jetzt attackiere Platz 2. Nicht so wild. Immer schön auf die Straße schauen. Toller Start. Wenn du diese Position halten kannst, gewinnst du das Rennen. Okay, Sebastian, das ist die Führung. Jetzt verteidige sie. Runde. Gib alles, was drin ist. Du behauptest dich gut an der Spitze.